Hallo Leute, willkommen mal wieder zu einem neuen Video von mir. Ja, ich weiß, meine Videos werden ein bisschen rar. Ja, aber ich meine, hallo, ja, ich kaufe auch zurzeit nicht viel. Gut, ich gucke, ja, es kommen ein paar Videos auf jeden Fall, ich habe geguckt, ne, kommen noch, ja. Die Woche war auch ein bisschen, die erste Woche wieder nach Weihnachten, Silvester. Ich hatte ja Urlaub davor und ihr wisst ja, ich hatte ja viel zu tun und ne, also es kommt was. ja, wie gesagt, ich hoffe, euch geht's gut, ne, und das erste kleine Update für dieses Jahr, ja. Ich habe mir da so ein bisschen was gekauft und ja, werde ich euch mal ein bisschen zeigen. Es sind nur Blu-rays, keine Mediabooks. Ja, ich war heute Morgen, war ich bei Müller. Dachte ich mir, oh komm, heute gibst du Geld aus. Mal gucken, was für Mediabooks die da haben, dann kaufst du dir was. Gucke. Scheiße, Doppelscheiße, nichts gekauft. Außer ein, zwei normale Blu-rays. Und ich muss sagen, nach wie vor ist Müller mein Lieblingsladen. Das bleibt so, ist gut. Aber bei den Mediabooks jetzt, ne? Da steigen die Preise bei denen aber auch gewaltig, ja. Ja, auch so Mediabooks ab 35 und drüber, ja. Die haben da auch schon jetzt Mediabooks, ich weiß jetzt nicht, genauere Titel, ist auch egal. Manche Mediabooks da für 40 Euro und so. Ich sag mal so, für den Preis, ja, ganz ehrlich. Ich meine, ich will die ja nicht schlecht reden. Die Mediabooks bei denen. Ja, manche sind wirklich schlecht. Ja, wie zum Beispiel hier The Grudge. Ja, dieses Mediabook, wo The Grudge 1 und 2 drin sind. Ja, das Mediabook ist wirklich lieblos da hergestellt worden. Ja, einfach so nach dem Motto, oh, mach mal Mediabook da irgendwas, die Leute kaufen schon. So nach dem Motto, ja. Finde ich echt traurig, echt schade. Schade. So. Aber manche sind auch wirklich schön. Manche sind auch wirklich gut gezeichnet. Richtig geile Cover und so weiter. Aber manchmal sind das auch Filme, die das, was sie da rausbringen, ja, die brauche ich nicht als Mediabook. Ja. Keine Ahnung. Ja, da sind so manche Filme dabei, wo du denkst, okay. Ja. Ne, wie gesagt, also, für 40 Euro, da hole ich mir irgendwas von Nameless oder was weiß ich, ne? Wenn da irgendwas Neues kommt, kriegst du auch schon was und zwar qualitativ viel Besseres. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja, also so viel gebe ich da nicht aus. Also nee. So, genug gequatscht. Fangen wir doch einfach an. Ich habe mir gekauft. Jetzt werden viele sagen, what? Ja, ist nicht sein bester Film, aber naja, okay. Ich habe mir geholt von Lucio Fulci Nightmare Concert. Weil bei Müller kriegt man da, ich weiß nicht, ob das exklusiv Müller ist, aber die haben da mehrere, ja, auch dieses Cover. Ja, dieses, ja, ist auch schön gezeichnetes Cover. Ja, ist gar nicht mal so schlecht. Ja, so ist besser. Gar nicht mal so schlecht. Ja, das Cover ist wirklich schön gemacht. Ja, und das als Mediabook sieht geil aus. Aber das Mediabook zum Beispiel hier soll, glaube ich, auch... Ich glaube, das ist einer von den Titeln, die fast 40 Euro kosten oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher jetzt. Ich will keinen Scheiß erzählen. Aber ich muss sagen,
Ich habe das Cover jetzt hier. Sieht auch gut aus. Und der Film ist auch uncut, hier als Amari. Und ich muss sagen, ja, ich habe ihn schon gesehen jetzt. Eigentlich bewerte ich jetzt bei meinem Update bewerte ich keine Filme eigentlich, auch wenn ich die schon mal jetzt schon gesehen habe. Aber ich sag mal so, Amari gut. Ne? Hätte ich mir jetzt das Mediabook geholt, hätte ich mich bisschen geärgert. Also. Ist nicht sein Bester, finde ich. Und zwar sind die Splatter-Effekte natürlich gut, klar. Lucio Fulci halt, ne? Ist in Ordnung. Gut. Dann auch ein wirklich ja Revenge-Film. Kein Rap and Revenge. Nur Revenge. Ich habe ihn schon gesehen. Da werde ich ein Video machen, weil ich habe geguckt, ne? Da werdet ihr was auf jeden Fall hören über diesen Film. Ich kann euch jetzt schon sagen, aber mega Empfehlung von mir, dieser Film. Ja? Den habe ich auch bei Müller gefunden. Der ist auch alt, der Film. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, von wann der ist. Ist egal. Wie gesagt, ich habe ihn schon gesehen und ich fand ihn richtig geil. Ja, und zwar, ja, Scherzo Diabolico. Blutig und böse. Ist ein mexikanischer Film oder spanischer Film? Sprache Deutsch und Spanisch. Wahrscheinlich. Ne? So. Geiler Scheiß, Leute. Ich fand ihn richtig geil, den Film. Ja? Werde ich euch noch sagen. Aber wenn ihr es nicht abwarten könnt, wenn ihr den irgendwo seht, bei Müller habe ich den gefunden. Bei der Auktion, was die immer da haben, 5 für 20, ja, genau, 4,99 €, ich habe mir nur den geholt. Einfach so mitgenommen. Ich dachte, für 4,99 € kannst du nicht so viel verkehrt machen. Das hörte sich hier so ganz gut an, wo ich das gelesen habe. Es war ein Blindkauf. Ja, es war ein Blindkauf. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich habe vorher nichts davon gehört, noch nie was gesehen. Geil. Jo, dann der nächste habe ich noch nicht gesehen. Und zwar Field of Blood, Labyrinth des Schreckens. Ding Dong. Jo, hier. Ja, was ist denn los heute? Heute spiegelt das aber extrem. Jo. No. Dachte ich mir mal, der ist bestimmt lustig. Schauen wir mal. Auch Uncut steht drauf. Dann habe ich mir geholt. Ja, den gab es auch bei Müller als Mediabook. Aber ich wusste, was mich erwartet. Und deswegen habe ich den nicht als Mediabook gekauft. Ja, weil ich hatte mich schon vorher ein bisschen erkundigt. Die Mediabooks sahen alle geil aus. Vor allem dieses Cover hier, das sieht richtig mega aus. Aber der Film, naja. Ja, ich habe ihn hier, ja. Und zwar, ja, den kennt jeder Horrorfreak eigentlich. Jeder, der eine etwas größere Sammlung hat, der kennt diesen Film. Großer Angriff der Zombies. Aber das Cover, muss ich sagen, das Cover ist cool. Das gefällt mir richtig. Ja, und so, das ist auch eines der Cover, wo, vom Mediabook. Das sieht richtig geil aus. Ja. Okay.
Dann, ja, was war denn das denn eigentlich für ein Film? Ah, meine Güte. Moment, was haben wir da? Deutsch, Englisch? Ja, ist ein englischer Film. Nee, amerikanischer Film. Und zwar The Night. Es gibt keinen Ausweg. Ich habe ihn schon gesehen, ich verrate nichts. Ist aber ganz in Ordnung. No? So, dann habe ich mir geholt. Ah ja, genau. Dann hatte ich mir einen anderen Tag geholt. Den hatte ich schon mal gesehen. Glaube, das ist von den, weiß nicht, 70er. Anfang 80er Jahre. Ja, steht jetzt nichts bei. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich weiß jetzt nicht genau, aus welchem Jahr der ist. Entweder Ende 70er oder Anfang 80er oder so. Und zwar Das Geheimnis von Schloss Monte Cristo. Ja, junges Blut für die Bestie. Ich hatte den damals mal gesehen. Ich habe jetzt aber keine großartige Erinnerung mehr. Ich fand ihn aber damals gut, das weiß ich noch. Aber es ist einfach zu lange her. So. Habe ich mir den mal geholt. Ne? Muss mir mal anschauen nochmal. Ich weiß es nicht mehr so. So hundertprozentig weiß ich das nicht. Ja. Dann haben wir etwas. Ja. Nee, dazu sage ich jetzt nichts. Ich habe diesen Film schon gesehen. Also wenn ich hier habe geguckt mache und dieser Film kommt dann vor, ich weiß nicht, was ich euch über diesen Film erzählen soll. Sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und zwar Möbius, die Lust, das Messer. Natürlich hier auch ist Uncut-Version, ist ein japanischer Film. Japanischer. Oder chinesischer. Ja. Hier steht nämlich nichts drauf, was die Audiosprache ist. Warum? Ganz einfach. Der Film geht 88 Minuten. Und es wird in diesem Film kein einziges Wort geredet. Gar kein Wort. Na, nix. Da wird nur geschrien oder geheult oder was auch immer. Aber geredet? Nein. Aber krass ist er. Jo, dann. Ja, ich freue mich eigentlich schon auf den zweiten Teil. Der hier hat mir wirklich gut gefallen. Ich hoffe, der zweite kommt irgendwann mal bald. Und zwar, ja, den gibt es auch als Mediabook, aber braucht man nicht. Ja, das ist zum Beispiel, das hier ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, ein Film, den es auch als Mediabook gibt, aber ich sehe in einem Mediabook von diesem Film keinen Mehrwert. Eine normale Blu-ray oder ja, ein Steelbook gibt es ja auch. Finde ich in Ordnung. Ist in Ordnung, ist wunderbar. Aber ein Mediabook jetzt für über 25 Euro oder so, nein, brauch ich nicht. Und zwar Project Rainfall.
Ja, ich glaube, so ist besser. Oder so ist besser? Nein, so ist schlechter. Da sind wir hier gleich beim Optiker. Besser oder schlechter? Ja. Aber der hat mir wirklich gut gefallen. Gute Action, gute Effekte, gute ja, Schauspieler waren auch okay. Ich hätte ihn mir schlechter vorgestellt, ja. Aber wie gesagt, ich hoffe, da kommt auch ein zweiter. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie gut er angekommen ist. Ich weiß nicht, ob er wirklich, ja, wie gesagt, gut angekommen ist. Weil, wenn er jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt gefloppt ist oder nicht. Keine Ahnung, ich habe mich jetzt nicht so erkundigt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Vielleicht kommt ja gar kein zweiter, wenn sie sagen, ja, ne? Ja. Da kommt jetzt ein Film, den habe ich mir geholt, weil ich den Trailer gesehen habe. Und der Trailer hat mir irgendwie gut gefallen, ich weiß nicht. Sah irgendwie spannend aus. Und das Thema interessiert mich ja auch ein bisschen. Ist ein sehr interessantes Thema, finde ich. Und ja, wo ich das gesehen habe, dachte ich mir, okay, den holst du dir. Ne? Und da habe ich auch nie weiter geguckt. Habe ihn mir geholt. Und ich habe diesen Film schon gesehen. Eine etwas ausführlichere Review mache ich dann noch. Bei, ne? Ich habe geguckt, ne? Wie immer. Aber eins kann ich jetzt schon sagen. Für mich, der Flop des Jahres. Eigentlich, das ist der erste Film, wo ich dem Geld hinterher heule, warum ich das ausgegeben habe. Hätte ich ihn mir gestreamt, was ich eigentlich vorhatte, wäre okay gewesen. Aber jetzt, wo ich mir die Blu-ray gekauft habe, ärgere ich mich ein bisschen. Und zwar Ted Bundy, No Man of God mit Elijah Wood. Also, Leute, steinigt mich nicht. Wer den Film mag, bitte. Ich meine, wir reden, es ist alles Geschmackssache. Ne? Ist alles gut. Aber das war unterste Kanone. Also ich habe den jetzt. Meine Filme werden ja immer sortiert. Also was ich schon gesehen habe oder nicht oder was rausgeschmissen wird, wieder aus der Sammlung oder was weiß ich. Also wie gesagt, ich bewerte eigentlich jetzt keine Filme hier, aber den habe ich aus der Kiste rausgeholt, wieder die eigentlich wieder rausfliegen. Ei, ei. 80 Minuten oder wie lange geht denn der? Nee, 100 Minuten. Die kriege ich nie, nie wieder zurück im Leben. Naja. Jo. Dann kommen, glaube ich, ein paar Filme noch. Ja, da habe ich schon was erzählt. Da habe ich schon, ja. Und zwar einmal hier in der 4K Venom, der zweite. Brauche ich nicht sagen. Dann natürlich Malignant. Der einzige 10-Punkte-Horrorfilm bei mir. Das heißt schon was. Ja, dann haben wir Dune in 4K. Dann habe ich mir noch geholt Framed. Ja, hatte ich ja auch schon ein bisschen was erzählt. Geiler Scheiß. Jo. Und dann haben wir noch drei Filme, die ich noch nicht gesehen habe. Das hier ist ein, ja, ist ein
Boah, ist das ein Tierhorror? Ja, so ein Creature Feature oder was weiß ich. Ja, so ganz komischer. Aus den 80ern, glaube ich, ja. The Slayer. Kennen ja viele. Habe ich mir jetzt auch geholt. Ich habe den noch nie gesehen. Dann habe ich mir geholt, ja. Erst durch den Schmerz erlangt der Mensch Unsterblichkeit. Antidote. Antidote. Serum des Grauens. Uncut. Keine Ahnung, was mich da erwartet. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir werden gucken. Und dann schauen wir mal. Ja. Und dann habe ich mir geholt. Ja. Ein Film, der bei ganz vielen YouTubern hochgelobt wird. Der ist ziemlich neu. Und den werde ich mir auch heute Abend auf jeden Fall reinziehen. Und zwar The Trip mit der Numirapace. Ja, ne? Mörderisches Wochenende. Also, ich habe mir den Trailer nur ganz kurz angeguckt. Ne? Ich weiß nur, dass die beiden sind ein Ehepaar und die wollen sich irgendwie gegenseitig umbringen. Mehr weiß ich nicht. Mal gucken. Ja. Ja, Leute, das war's. Ne? Ja, wieder ein bisschen viel gekeuft. Ne? Also, ja. Viel zu viel eigentlich wieder. So. Wie gesagt, das alles. Jo. Geht. Wobei einer von denen kommt ja nicht in die Sammlung, habe ich euch ja schon erzählt. Der Rest, ja, muss ich noch gucken und werde dir noch berichten. Ja. Was? Ist da was gefallen? Nee, ne? Achso, nee, eigentlich nicht. Ja, alle da. Alle guten Filme hier. Ja, Leute. Ups, jetzt hat es geklingelt. Ich bin fertig. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und gute Nacht.